Es ist eine besondere Verantwortung, die der Zootierpfleger gegenüber seinen Schützlingen hat. Und natürlich entwickelt sich daraus auch eine ganz besondere Beziehung. Amadeus Saulo kommt an die ohnehin besuchergewöhnten Tiere nochmal eine Spur näher heran. Er führt uns heute durch den Tierpark Ueckermünde, zeigt uns Attraktionen und Neuigkeiten. Dazu zählt etwa die im April vergangenen Jahres eröffnete Wellensittich-Voliere, die nicht nur ihre Namensgeber, sondern auch einige andere australische Papageienarten beheimatet. Besucher können die Tiere in der Anlage mitunter im freien Schwarmflug erleben. Also die haben hier ungefähr 2800 Kubikmeter Flugraum und es leben hier 10 Nymphensittiche, begleitet von 10 Singsittichen, 5 Penanzittichen und das Ganze untermalt von 100 Wellensittichen ungefähr genau. Aktuell auch noch 2 Rebhühner, die hier für die Jungaufzucht umgesiedelt wurden. Und ja, das wären so die Eckdaten der Voliere. Der Zoo am Haff ist mit seinen über 400 Tieren und ca. 100 Tierarten ein absoluter Besuchermagnet für die Einwohner der Region wie auch für Touristen aus der ganzen Bundesrepublik. Die Attraktivität des Tierparks strahlt dabei auch über die Grenzen hinaus. Vor allem, weil es in Polen an der Grenznähe halt keine größeren Zoos gibt oder besser gesagt gar keinen Zoos. Und daher haben wir vor allem im Sommer und an Wochenenden und auch an polnischen Feiertagen sehr, sehr viele polnische Besucher, manchmal sogar überwiegend. Genau, ich denke, das ist ein Verbindungspunkt auch gesellschaftlich. Also hier treffen viele Leute auch unterschiedlicher Nationalitäten aufeinander und ich finde das eigentlich sehr schön. Genau. Und vor allem Kinder auch, ne? Hier an dem Erlebnisspielplatz und im Kletterwald können auch Kinder unterschiedlicher Sprachen und Gesellschaften sich treffen und spielen. International und multikulturell wie seine Bewohner. Die Katas etwa, eine Lemurenart aus Madagaskar, sind bei den Besuchern besonders beliebt. Im begehbaren Gehege kann man den Halbaffen ganz nahe kommen. Amadeus glaubt zu wissen, warum die Madagassen ganz oben auf der Liste der Tierparkbesucher stehen. Einerseits glaube ich, dass sie so besonders sind, ne, in sämtlichen körperlichen oder physiologischen Attributen, die sie tragen. Zumal die großen runden Augen, dann die Fellfarbe, die Fellstruktur, wie die Tiere sich bewegen und halt auf alle Fälle auch die farblichen Akzente, die sie haben. Ne, also diesen hohen Ringelschwanz, den tragen sie jetzt, weil sie aus der madagassischen Steppe sozusagen kommen. Und wenn sie dann als Gruppe durch die Graslandschaft laufen, sehen die sich natürlich gegenseitig gut. Und dadurch fallen sie halt auch auf, vor allem den Besuchern. Sowas kennt man ja von unserer einheimischen Natur eher weniger. Bei uns ist alles eher unscheinbar gefärbt. Daher denke ich mal, sind die Katas sehr beliebt und zudem sind sie einfach niedlich, ne? Genau. Und recht zutraulich auch. Ein ganz besonderer Charme, der auch den Erdmännchen gegeben ist. Ihren Niedlichkeitsfaktor kann nur noch der eigene Nachwuchs steigern. Übrigens ist auch Amadeus ein echtes Tierpark-Eigengewächs. Circa ein Jahr ist es her, dass er hier seine Ausbildung zum Zootierpfleger abschloss. Auf ihn wartet nun eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe, die Raubtierfütterung im Wolfsgehege. Vorsicht ist natürlich geboten, doch selbst im Tierpark zeigt sich der Wolf zaghaft schüchtern und scheu. Ganz anders als in den Märchen und Mythen. Dennoch sehen viele Menschen die Ausbreitung des Wolfes in freier Wildbahn mit Sorge entgegen. Na, einerseits, dass es halt ein recht großes Raubtier ist, was in unseren Wäldern jetzt doch wieder angesiedelt ist und da zu finden ist. Und an sich aber auch ein sehr schönes Tier ist und halt auch ökologisch eine sehr wichtige Funktion hat. Und wir ihn halt durch so Ammärchen und Aberglauben halt im 18., 19. Jahrhundert beinahe ausgerottet hätten. Und so langsam sieht man halt, dass er ökologisch doch recht wichtig ist für den Wald, aber gleichzeitig die Probleme, die halt auftreten mit Leuten, die Vieh halten auf Koppeln oder Weiden. Ne? Das 2400 Quadratmeter große Areal teilt sich derzeit eine reine Männer-WG. 4 Rüden sind es, die hier durchs Wäldchen streifen. Von ihnen ist dementsprechend kein Nachwuchs zu erwarten. Anders sieht es bei den Zebras und Flamingos aus. Fast über das ganze Jahr verteilt kommen im Tierpark neue Bewohner zur Welt. Genau, jetzt vor allem die Jahreszeit jetzt, ne, Frühling und Frühsommer, das ist so die der Hauptdrehpunkt, sage ich mal. Die Ponys, Zebras, Flamingos, alles brütet gerade oder hat Jungtiere oder säugt sie oder führt Jungtiere, ne, ob das die Hühner sind. Also ist jetzt eigentlich die beste Zeit, um in den Zoo zu gehen. Es gibt hier noch so manche Tiere und Attraktionen zu entdecken. Dazu zählt etwa der beliebte Erlebnisbauernhof. Ein Thema für den nächsten Besuch im Tierpark Ueckermünde.
oder eine gute Gelegenheit, um einfach selbst auf Erkundungstour zu gehen.